Grüße euch. Das heutige Thema habt ihr oft gefragt. Wie sind die Deutschen in Paraguay? Bleibt dran. So viele von euch auch via WhatsApp bzw. per E-Mail, die euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung hinterlasse, fragen mich bitte. Du bist schon 20 Jahre in Paraguay. Versuche mal die Frage zu beantworten, wie sind die Deutschen in Paraguay? So, daher mache ich es gerne und werde euch einige von euren Fragen oder eben diese Frage versuchen, aus meiner Sicht zu beantworten. Paraguay Live, mein Name ist Pitt. Abonniere den Kanal, um keine Videos und keine Informationen mehr zu verpassen. So, auf jeden Fall haben wir uns natürlich die Frage vorher gestellt, wohin gehen wir? Und einer aus der ausgesuchten Länder war eben Paraguay. Und das sind wir bis heute geblieben, also schon 20 Jahre. So, generell ist es natürlich schwer zu sagen, wie sind die Deutschen, genau wie man fragt, wie sind die Polen, wie sind die Russen, wie sind die Amerikaner oder wie sind die Schweden. Okay, man kann grundsätzlich ein paar Sätze dazu sagen. Also ich persönlich, nach den 20 Jahren, der erste Punkt wäre, was ich natürlich bei den Deutschen grundsätzlich vermisse, ist die fehlende Anpassungsfähigkeit. Wisst ihr, warum aus meiner Sicht, als ich nach Deutschland ausgewandert bin, habe ich mich natürlich angepasst, ja? Sowohl von der Sprache her, als auch natürlich von den Sitten her. Klar, die Deutschen sind grundsätzlich anders als die Polen, auch als die Russen oder grundsätzlich auch als andere Nationen. Aber ich natürlich habe es gesagt, okay, du willst in Deutschland arbeiten, du willst in Deutschland Karriere machen, du wirst erfolgreich werden. Von daher ist es so, man muss sich auf jeden Fall anpassen. So, man hört immer wieder, dass vor allem die Deutschen sich ja beschweren. Ja, die Paraguayer sind so, die machen das nicht, die machen jenes nicht und. Also grundsätzlich geht bei den meisten natürlich nur das Meckern los. Und dass man sich damit natürlich unter der Paraguayer selbst natürlich keine Freunde macht, ist selbstverständlich. Und deshalb sage ich auf jeden Fall, dass man sich auf jeden Fall anpassen sollte, zumindest versuchen. Die Mentalität ist komplett anders und das ist ja, ja wichtig. Also versuch es auf jeden Fall, um die Verhältnisse zwischen den Deutschen und Paraguayer auf jeden Fall zu verbessern. So, der zweite Punkt aus meiner Sicht, was auch wichtig ist, die meisten Deutschen wirken eben belehrend. Ja, was heißt das? Okay, es kommt ein Deutscher, ich sage mal, ist gerade eine, zwei Wochen, Monat oder sagen wir eine kurze Zeit in Paraguay und weiß schon alles. Diejenigen sind schon Experten in der Einwanderung. Mach, Klaus! Mach dir die Papiere, auf jeden Fall helfe dabei, kein Problem, die anderen sind viel zu teuer, ich mache es. Ja, zweite Sache, natürlich Immobiliengrundstücke, viel zu teuer, die anderen, ich mache es, ich weiß es, wie es geht. Ja, und etc. immer belehren. Und was ist die Konsequenz? Spätestens nach einem Jahr, wenn nicht früher, scheitern die Leute klacklos
und viele fliegen wieder zurück. Natürlich, da drehen die keine Videos mehr. Der dritte Punkt, Sturheit. Wieso Sturheit? Gut, ich nehme mein Beispiel. Als ich nach Paraguay kam, habe ich es versucht. Viele Sachen, nicht nur versucht, auch getan, zu lernen, zu begreifen. Und mir die Frage zu stellen, warum ist es so? Aber bei den Deutschen ist es andersrum. Die kommen und sagen, Mensch, bei uns in Deutschland war es so. Das muss aber nicht heißen, dass es in Paraguay genau das Gleiche gemacht wird. Nein, hier ist der Weg. Der Weg ist falsch. So, ich hoffe, ich konnte eure Fragen, einige von euren Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Paraguay Live, ich grüße euch. Likes nach oben, teilt das Video, schreibt die Kommentare unter und abonniere den Kanal. Ich werde euch auf jeden Fall weitere empfehlenswerte Videos aus unserem, nicht nur aus unserem Kanal, gerne weiter empfehlen. Mach's gut, in diesem Sinne, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video.